Liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe des RegioChats bei TV Mittelrhein und WWTV. Und diese Sendung ist ja bekannt dafür, dass wir interessante Menschen zu Wort kommen lassen und per Zoom-Technik in Corona-Zeiten hin und her im Sendegebiet schalten. Wir bleiben heute im Stadtgebiet Koblenz. Es dreht sich heute um den Kreischorverband und ich begrüße den Kreischorleiter Wolfgang Fink. Hallo, Herr Fink. Hallo, guten Tag, Herr Schnellenkamp. Grüßen Sie. Er sitzt draußen. Das ist ja irgendwie, tut das der Stimme gut, oder wenn man so bei den Temperaturen Kälte zuführt, oder nein? Es ist ja nicht kalt, es ist sehr angenehm hier draußen. Gut, alles klar. Herr Balmes ist auf jeden Fall inside. Peter Balmes, der stellvertretende Geschäftsführer des Kreischorverbandes Koblenz. Hallo, Herr Balmes. Hallo, Herr Schmelker. Ja, und in der Politik natürlich aktiv und bekannt, Ortsverbandsvorsitzender in Moselweiß und kulturpolitischer Sprecher der CDU im Stadtrat in Koblenz. Also Sie merken schon zu Hause an den Bildschirmen, es geht heute um Musik, es geht ums Singen. Und da fällt mir natürlich als erstes, Herr Fink, und Sie sind ja nicht nur Kreischorleiter, sondern auch Organist und Dozent für Chormusik, das heißt, Sie sind ein absoluter Fachmann. Wie ist das denn im Moment, was man aus der Politik hört in Sachen Chor, in Sachen Menschen, die zusammenkommen, singen, verbreitet die Aerosole? Wie gehen Sie denn in Corona-Zeiten mit dem Thema um? Ja, das ist für uns ganz schwierig. Wir durften ja zum Glück bis zur Zeit des neuen Lockdowns durften wir draußen üben mit 3 Meter Abstand. Und das ging eigentlich sehr gut. Allen Unkenrufen zum Trotz. Ich glaube, jeder, der das mitgemacht hat, jeder Chorsänger, der es mitgemacht hat, hat viel davon gelernt, weil es ist eben nicht mehr sich auf seinen Nachbar zu verlassen, sondern man singt selber. Und das war eine tolle Sache. Ach, das ist ja interessant. Man verlässt sich sonst als Chorsänger auf seinen Nachbarn. Ja, nur das sind ja Laiensänger und es ist einfach schön, wenn man ein gewohntes Umfeld hat, klangliches Umfeld hat, da kann man sich ein bisschen dranhängen. Aber hier musste jetzt jeder das Heft in die Hand nehmen und selber loslegen. Verstehe. Also ungewöhnliche positive Aspekte der Corona-Krise. Aber es hat ja einen ernsten Hintergrund. Ne? Die Aerosole werden ja tatsächlich beim Singen ausgestoßen und entstehen, ne? Und verbreiten sich dann. Das heißt, Sie haben sich dran gehalten. Herr Balmes, wir sind aber heute nicht wegen Corona zusammengekommen, ausnahmsweise sozusagen nicht, sondern, weil wir ja in dieser Sendung viel darüber berichten, sondern es geht uns um den klingenden Adventskalender. Den gibt es ja jedes Jahr aufs Neue, auch im letzten Jahr mit Unterstützung von uns, von TV Mittelrhein. Und es gibt ihn auch in diesem Jahr. Ja, im letzten Jahr hatten wir den klingenden Adventskalender im Bereich der Koblenzer Innenstadt mit vielen, vielen Chören, um im Advent jeden Tag ein Türchen zu öffnen und hinter jedem Türchen einen Chor zu präsentieren, die Musik zu präsentieren. Dieses alles war in diesem Jahr nicht möglich aufgrund der Corona-Pandemie. Jetzt sind wir wieder bei der Corona-Pandemie. Wir haben vom Kreischorverband natürlich überlegt, wie können wir den Menschen draußen Freude bereiten, die auf vieles verzichten müssen, unter anderem auch auf den Weihnachtsmarkt hier in unserer schönen Stadt Koblenz. Und so ist die Idee geboren, lass uns doch den klingenden Adventskalender über die Mediengestaltung in diesem Jahr ausführen, sodass die Chöre die Gelegenheit haben, in einer Videoaufzeichnung sich zu präsentieren, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Medienbereichen, um den Menschen draußen dann wenigstens ein paar weihnachtliche Vorweisen vorzutragen, die Chormusik und auch die Musik. Und insofern konnten sich schon zahlreiche Chöre jetzt bewerben, um sich daran zu beteiligen, an diesem klingenden Adventskalender. Und wir wollen jeden Tag ein Türchen ab dem 1. Dezember öffnen, bis zum 24. Dezember natürlich, um dann hinter diesen Türchen jeweils ein paar fröhliche, schöne Lieder zu präsentieren. Tolle Idee. Wir werden das auch in diesem Jahr natürlich wieder im Fernsehen begleiten. Macht ja auch Sinn, ne? Akustisch und visuell. Und wir kümmern uns ja im Regionalfernsehen auch immer darum, dass wir die Aktivitäten, die ja, spannenden, interessanten, erfolgreichen Aktivitäten von Menschen in der Region natürlich auch jeden Tag versuchen abzubilden hier im Programm. Und das ist ja auch wieder interessant heute, denn es gibt in Koblenz, auch wenn es eine Stadt von nur 100x-tausend Einwohnern ist, 56 Chöre. Das ist eine ganze Menge. Ja, das ist richtig. Das ist eine ganze Menge. Und wir sind auch stolz darauf, wenn auch der
klassische Männerchorgesang ein wenig leidet. Das heißt, die Überalterung bei den Männerchören ist gegeben. Wir haben einen Zuwachs an Kinder- und Jugendchören, an gemischten Chören, an Frauenchören insbesondere. Insofern verschiebt sich das etwas. Aber auch der Chorgesang insgesamt hat sich ein wenig verschoben hin zum Pop-, Jazz-, Gospel-Chorgesang, wobei der klassische Chorgesang mitgepflegt wird. Und insofern, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Wenn ich zurückblicke auf 2015, da hatten wir auch 54 Chöre in einer bisschen anderen Konstellation. Die Männerchöre sind etwas geschwunden, andere Chorgattungen hinzugekommen. Insofern können wir in Koblenz stolz darauf sein, so viele Chöre vor Ort zu haben. Ja, damit Sie alle einen Eindruck bekommen von dem, was der Kreischorverband so macht und wie dort gesungen wird, da hören wir noch mal kurz rein. Ja, tolle Sache. Das klingt ja wirklich auch nach einer ganz altersmäßig breiten Geschichte, Herr Fink, oder? Das heißt, das Singen im Chor ist nicht nur was für ältere oder alte Leute, für die natürlich auch, aber da können auch junge Leute mitmachen und machen auch junge Leute mit, richtig? Ja, bei uns im Kreischorverband können Alte und Junge singen. Es gibt für jeden Chor eine Nische. Jemand, der gerne traditionelle Chormusik singt, findet was. Der gerne Pop singt, findet was. Und auch Kinder und Jugendliche finden was bei uns. Mein Kameramann hat mir eben gesagt, er interessiert sich für gregorianische Chorgesänge. Schwieriges Wort. Kennen wir aus Enigma noch. Gibt es das auch noch heutzutage? Kann man das auch singen? Ja, Gregorianik gibt es noch, aber im Kirchenraum. Und meines Wissens nach gibt es in der Basilika St. Castor eine Gregorian-Schola, die immer noch auftritt und die Festtage gregorianisch begleitet. Also selbst scheinbare Randbereiche der Chormusik werden in Koblenz abgedeckt. Hervorragend. Herr Balmes, Sie sind, ich habe es gesagt, auch kulturpolitischer Sprecher der CDU im Stadtrat. Jetzt ist ja die Kultur wirklich arg gebeutelt durch die Pandemie. Man möchte das Wort schon gar nicht mehr mit C, das Wort mit C schon gar nicht mehr aussprechen. Aber wie steht es konkret in Ihrem Bereich, in der Kultur? Wie ist der Stand der Dinge derzeit? Wie ist die Kultur derzeit am Laufen oder auch nicht am Laufen? Also in der Kultur ist es sehr schwierig geworden, insbesondere auch für die solo-selbstständigen Künstler, die völlig in der Luft hingen, würde ich mal sagen. Wir hatten vom Kulturausschuss der Stadt Koblenz die Künstler eingeladen, um zu erfahren, wo es mangelt, wo die Stadt Koblenz unterstützen kann, mit Hilfe des Landes, mit Hilfe des Bundes. Und die Künstler haben im Einzelnen dort ihre Sorgen und Nöte vorgetragen, die wir aufgegriffen haben, die wir in ein Konzept überführt haben, in ein Konzept der Hilfe. Und so gibt es ja auch die Rettet Koblenzer Kultur, eine Spendenaktion, zu der die Koblenzer Kulturstiftung mit der Kulturdezernentin aufgerufen hat. Und die Spendefreudigkeit ist dort sehr groß. Die Unterstützung für die Künstler ist auch sehr groß. Im Augenblick werden auch die Vereine unterstützt durch die Stadt Koblenz, um das kulturelle Leben am Laufen zu halten. Denn das kulturelle Leben in Koblenz ist äußerst wichtig, um auch der Wirtschaft hier ein gutes Gefühl zu geben, um auch der Standortwirtschaft insgesamt eine entsprechende Plattform zu bieten. Unbedingt. Jetzt streiten sich ja die Parteien im Stadtrat, wie man immer mal wieder hört, zuweilen wie die berühmten Kesselflicker, wie die Redewendung sagt. Aber wie ist es denn im Bereich der Kultur? Ist denn da zumindest eine Einigkeit jetzt zu spüren in Corona-Zeiten, dass die Parteien mal übergreifend Beschlüsse fassen und sich einig sind, dass die Kultur zu retten ist? Also im Bereich der Kultur parteiübergreifend, weitestgehend Einigkeit, das darf ich ruhig sagen. Das stellt man auch fest in den einzelnen Besprechungen, in den Kulturgesprächen, in den Gesprächen mit den kulturpolitischen Sprechern. Die Einigkeit ist da, aber auch bis hin zum Rat, ohne dass es dort entsprechende Einwände gibt.
Gut, das hören wir gerne. Herr Fink, Kreischorleiter in Koblenz beim Kreischorverband, letzte Frage an Sie. Wenn ich jetzt zu Hause zuschaue und sage, Mensch, ich wollte auch immer mal wieder singen oder vielleicht im Chor tatsächlich in der Gemeinschaft sein und dann dort als Sänger oder Sängerin tätig sein. Woran merke ich denn, dass ich das überhaupt kann? Ja, ich meine, das berühmte Singen in der Badewanne hilft da ja vielleicht ein bisschen, aber kann ich zu Ihnen kommen und kann da was vorsingen? Sagen Sie mir dann, ob ich geeignet bin für den Chor oder wie geht das? Ja, das ist kein Problem. Das Singen in der Badewanne ist schon mal ein guter Anfang und dann gehen Sie einfach zu einem Profi und fragen, hör dir mal meine Stimme an, kann ich singen? Und der wird Sie bestimmt wohlwollend beraten oder kommen Sie einfach zu mir. Super, ganz genau. Wir blenden die Internetadresse ein, wirklich für alle, die sich interessieren. Ich glaube, es ist ein tolles Hobby zu singen. Ja? Ich erinnere mich an meine Schulzeit, da haben wir in meinem Musikunterricht gesungen am Max-von-Laue-Gymnasium. Aber das ist ein Hobby auch. Ne? Kann man, glaube ich, tolle Abende, tolle Tage verbringen in Gemeinschaft anderer Sänger. Deswegen wollten wir heute mal darüber berichten, was der Kreischorverband mit seinen 56 Chören in Koblenz so macht. Und Herr Balmes, Schlusswort von Ihnen, der klingende Adventskalender ist wann und wie sozusagen abrufbar? Der klingende Adventskalender des Kreischorverbandes Koblenz ist vom 1. bis zum 24. Dezember abrufbar. Und ich würde mich freuen, mit TV Mittelrhein hier entsprechend mit unterstützt. Also bei uns oder aber auf Ihrer Webseite, ne? Ja, beides, natürlich. Oder auf der Webseite. Sehr schön. Die blenden wir, wie gesagt, unten ein. Und ich danke an Peter Balmes, den Kreischorverbandsgeschäftsführer, den Stellvertretenden, und an Wolfgang Fink, den Kreischorleiter. Meine Herren, vielen Dank, frohes Singen und auf bald. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schmelkamp. Ja, und das war's für heute im Regelchat. Heute ging es um das Thema Singen, um den Kreischorverband. Vielen Dank für Ihr Interesse zu Hause. Bis bald.